So, meine Lieben, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer kleinen Produktreview. Folgendermaßen, ich wollte ja eigentlich schon mal so ein kleines Testvideo diesbezüglich machen und dementsprechend habe ich mir gedacht, machst du das mal. Ich habe mir vor ein paar Monaten, habe ich mir dieses, hier dieses kleine Ding bestellt. Ich versuche das so in die Kamera zu halten, dass ihr das auch seht. Dementsprechend, da sollen angeblich 400 Games drin sein, 8-Bit-Klassiker, 3 Zoll TFT-Monitor. Den habe ich mir bei Amazon gekauft für knapp 20 Euro, 25 ungefähr. Und ja, ich will das gerne mal auspacken. Ich habe natürlich auch mit dem gespielt und getestet und so weiter und so fort. Allerdings nie wirklich auf Video. Folgendermaßen, gucken wir uns mal an, was da überhaupt alles drin ist. So. Ich erkläre diese Sachen alle schon, deswegen habe mir das mal in Ruhe angeguckt. Und ja. Dementsprechend natürlich alles auf Chinesisch, deswegen muss ich mir das selbst mal in Ruhe angucken. Folgendermaßen, also ein kleiner Gameboy, der sieht ungefähr so aus. Ich versuche das so gut in die Kamera zu halten, wie ich kann, einfach weil ich keine zwei Kameras habe, deswegen, jo, muss ich mal gucken, wie ich das selbst in die Kamera halte. Ich hoffe allerdings, es ist einigermaßen klar. Und jo, wollen wir uns die Sachen mal in Ruhe angucken. Also, das ist so ein kleiner Gameboy. Der geht hier oben an. Hier oben hat er einen Mini-USB-Anschluss. Hier oben hat er einen Klinkkabel-Anschluss. Hier macht man das Gerät laut und leiser. Und natürlich hier, diese Buttons sind alle einigermaßen in Ordnung. Natürlich ganz normal USB auf Mini-USB-Ladekabel. Weil das Ding mit Akku läuft. Dann haben wir hier ein Audio-Klink-Kabel und zwar Kopfhörerbuchse und zwar links Audio- und Bildübertragungsmaterial. Dazu komme ich dann später noch, wenn wir das Gerät an den Rechner anschließen wollen oder beziehungsweise an, das kannst du ans TV-Gerät anschließen oder aber auch an das an ein anderes Gerät. Das werde ich gleich nochmal bezwecken. Unter anderem haben wir hier für den Zweitplayer-Modus, leider kann man das nicht als normales Device benutzen, einen kleinen Controller, der aussieht wie ein NES-Controller, der auch über Mini-USB dementsprechend angeschlossen wird. Ja, sieht aus wie ein NES-Controller, muss man gestehen. Ist eigentlich ganz lustig, habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht, weil du kannst nicht einfach anschließen und sagen, das ist halt das Ding hier ist. Es wäre cool, wenn es gehen würde. Geht es allerdings nicht. Das bedeutet, du musst ein Spiel spielen, was mit zwei kompatibel ist. Also, von daher gucken wir mal, was hier so drin ist. Hier oben macht man es an. Muss mal gucken, wie ich das in die Kamera halten kann, so dass ihr das auch seht. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Kamera bei mir verdreht ist und der TFT-Monitor je nach Kamerawinkel unterschiedlich leuchtet. Hier oben kann man es auf Chinesisch und auf Englisch einschalten. Und hier haben wir 401 Spiele. Da sind eigentlich ganz coole Spiele drin. Die sind ganz lustig. Ist ein netter Zeitvertreib. Seht ihr jetzt aktuell nicht. Kann man auch lauter stellen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ist, ja, kann man auch ausmachen. Ist eigentlich ganz lustig. Zum Inhalt später. Ich mache jetzt erstmal hier, gucke erstmal hier draußen rum. So, an sich sieht es aus wie so ein kleiner Gameboy für Arme. Ist es auch. Ich versuche es jetzt mal hier so ein bisschen zu bewegen und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist ja ein Produkttest. Es ist stabil, aber man merkt schon, dass man damit behutsamer umgehen sollte als mit meinem guten alten anderen Gameboy. Also ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen. Es ist okay und stabil für das, was es ist. Auch für jüngere Generationen würde ich sagen, wunderbar. Ist okay. Allerdings, das ist das Original. Und da merkt man dann auch schon, das Ding ist uralt. Hat auch schon leicht hier so ein paar Kratzer. Aber gut, es sind jetzt keine Batterien drin. Aber das Ding ist natürlich, liegt wesentlich besser in der Hand. Ich hoffe, dass euch so ein Video gefällt. Ich mach das jetzt zum ersten Mal. Dementsprechend, ich bin immer noch so ein bisschen am Überlegen, wie ich das mit der Kamera mache. Ob ich mir vielleicht eine zweite hole mit einem anderen Stativ und öfters mal solche Videos mache. Oder ob ich auf meinem das Ganze auf einem anderen Tisch pappen wollte oder nicht. Naja, auf jeden Fall, hier sind ganz viele Schmierer jetzt drauf. Klar, ist kein Problem. Ich habe ja Reinigungsmittel da. Gespeist wird das nicht durch Batterien, sondern durch einen 800 mAh Akku. Den kann man auch super rausnehmen. Ob das jetzt zur aktuellen Zeit super ist, weiß ich nicht. Allerdings ist es ein ganz normaler 800 mAh Standard Akku. Erinnert mich so ein bisschen an die alten Nokias. Gibt es hier irgendwie schon was drin? Nee, BL50 Lion Batterie 3,7 Volt.
Naja, ist jetzt nicht unbedingt. Ich dachte, es wäre, ja, diese alten Nokia-Akkus sahen genauso aus. Für die Leute aus den 2000ern, die kennen sich an das Ding erinnern. Naja, wir machen das jetzt mal an, beziehungsweise ich mache jetzt einen Schnitt. Sprich, ich schließe das jetzt mal an. Und zwar, dazu wollte ich auch noch eingehen. Das kennt ihr ja. Hier dieser EasyCap, den habe ich mir auch bei Amazon für knapp 17 Euro geholt. Da gibt es durchaus bessere, aber zum Testen und zum Prüfen hat mir das eigentlich am Anfang gereicht. Der hat hier so drei Klinkkabel, womit man analoge, womit man analoge Konsolen, die zum Beispiel über SCART-Anschluss, die SCART-Anschlüsse verfügen, das sind analoge Stecker, die kann man dann an USB stecken und mit OBS kann man das dann super einfangen. Ist jetzt grafisch nicht super, wie gesagt, für ein 17 Euro Teil erwarte ich qualitativ keine Hochskalierung oder sonst was. Das bedeutet, wenn ihr dieses Teil hier benutzt, könnt ihr die Qualität benutzen, die eure Konsole wieder gibt. Nicht mehr, nicht weniger. Dementsprechend müssen wir mal gucken, wie es läuft. Ja. Und ich mache jetzt einen Schnitt, weil ich nämlich diese beiden jetzt verbinde. Das bedeutet, das kommt hier rein. Ich muss mal gucken, ob das auch so geht ohne Schnitt. Das wäre eigentlich ganz cool. Und dann kann ich nämlich faul, wie ich bin. Bin nämlich ein kleines faules Stück Scheiße. Das ist kleiner übrigens als normale Kopfhörerklink. Das ist, ich glaube, das ist 2,5. Das müsste 2,5 sein, das andere 3,5. Naja, steckt man auf jeden Fall hier oben rein. Und dann soll das funktionieren. So, ich mache hier trotzdem einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann, wenn ich es soweit eingestellt habe. Weil ich weiß nicht, ob OBS das direkt mit aufnimmt. Obwohl, ich wechsle mal ganz kurz zum Test. Ja, klappt sogar. Wunderbar, supi. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das mit dem Lautstärke-Mixer mache. Dass der auch einiges an... Musik wieder gibt. Dementsprechend muss ich nochmal in die Sound- und Systemeinstellungen, Aufnahme, Eigenschaften. Warum das jetzt nicht wiedergegeben wird, weiß ich nicht. Dementsprechend hoffe ich, dass es trotzdem klappt. Kriegen wir schon hin. So. Okay, das klappt so nicht. Ist das überhaupt richtig? Okay, ja, das ist richtig eingestellt. Ich muss gleich nochmal gucken, warum das jetzt so Probleme macht. Das Gelbe ist auf jeden Fall der Stecker. Gut. Dann geht es halt ohne Sound. Ist ja auch nur ganz kurz. Schade, eigentlich hätte mich eigentlich gefreut, was das angeht. Aber dann ist das halt so, kann man nichts machen. So, die Einstellungen sind gemacht. Ich gucke ja nochmal ganz kurz die Einstellungen nach. Weil bei meiner GameCube hat es halt einwandfrei geklappt. Dementsprechend ist halt die Frage, warum das hier nicht klappt. Mach das nochmal außen an. Na komm. Nee, na gut. Dann gibt es halt keinen Sound. Ich glaube aber, das macht auch nichts. Naja, auf jeden Fall gucken wir uns mal die Spiele an. Natürlich in Englisch, weil Chinesisch versteht ja kein Arsch. Wir können Super Mario Brothers spielen, Mario 14. Also ich habe mir ein paar Spiele schon angeguckt und kann euch echt sagen, was Plagiate sind, welche Spiele in Ordnung sind. Das Gerät selbst hat 25 Euro gekostet, was eigentlich ganz lustig ist. Dementsprechend ist es kein Problem. Ich spiele die Spiele mal ganz kurz alle an. Ein One-Player-Game. Für den zweiten Spieler könnte ich jetzt den Controller benutzen, den könnte ich dann hier oben anschließen. Aber warte mal. Sekunde, ich Vollidiot. Ähm,
Ich Vollidiot. Ich habe doch die Musik ausgemacht, glaube ich. Das Problem ist nur dieses Gerät. Ja, viel gibt's das jetzt nicht wieder. Das hat einen leichten Piepton. Ich weiß nur nicht warum. Ob es am Grabber liegt oder am Gerät selbst. Naja. So, es ist einigermaßen ganz lustig, deswegen versuche ich zu viel zu schwätzen, weil ich höre dieses Piepen ja auch. Das ist nervig. Und ja, Super Mario Land 1 ist da drin. Klar, für 20 Euro vielleicht ein bisschen wenig. Von daher, naja, ärgerlich. Aber es funktioniert dementsprechend eigentlich ganz gut. Klar, natürlich, das Bild ist jetzt nicht optimal. Das bedeutet, es könnten natürlich bessere Farben sein, aber wie gesagt, es ist halt Videograbber auf eine höhere Auflösung skaliert, als es eigentlich sollte. Dementsprechend kann man das ein oder andere schon mal verzeihen. Dafür, dass es eigentlich auch nicht für die Wiedergabe auf dem Fernseher geeignet ist, also es ist schon geeignet, aber jetzt nicht optimiert, kann man da schon sagen, ist soweit in Ordnung. Dementsprechend, ich mache das jetzt nochmal ein bisschen leiser, weil das Piepsen echt langsam einen auf den Zeiger geht. Vor allem hat man das nur einseitig. Ich höre, dass es nur auf der einen Seite ist, hier auf der rechten Seite, weil einfach hier dieser weiße Anschluss hier fehlt. Ich zeige das nochmal in die Kamera hier, dieser Anschluss fehlt. Dementsprechend, ja, gut. Mit dem Reset-Button kommt man zurück ins Hauptmenü. So. Super Mario Bros. Super Mario 14, das ist so ein Müllplagiat. Sieht man dementsprechend auch. Solange, das ist eigentlich ein ganz anderes Spiel, nur Mario drauf geklatscht. Das bedeutet, es sind alles Bootlegs. Das ist kein offizielles Mario. Das ist irgendwas geklautes, wovon wahrscheinlich Nintendo nicht mehr irgendwas weiß. Ist nicht ganz so super, wie es gedacht ist. Und es ist auch ein bisschen komisch. Also bei manchen Sachen kommst du einfach nicht dran und ich habe es, wie gesagt, mal kurz getestet, aber hier zum Beispiel kannst du so einen Walljump machen. Da musst du dich irgendwie an der Kante hängen. Ah, da habe ich so lange gehangen, bis ich gecheckt habe, was man da alles machen kann. Der Pilz ist eigentlich ein Stern. Draufspringen auf die Viecher bringt auch nichts. Also das hat echt nichts mit Super Mario zu tun. Haben sie einfach nur den Mario-Kopf drauf geklatscht, um ihr Spiel zu verkaufen. Das ist ein bisschen schwach. Aber gut, ich glaube, da können die Entwickler der Konsole auch nicht wirklich was dafür. Die haben einfach irgendwas genommen. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Gucken wir mal, was da sonst so für Spiele drauf sind. So zwei, drei Spiele sind eigentlich ganz nett. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, hier Super Mario Bros. 3 ist soweit auch okay. Das kennt ihr ja, NES-Klassiker, ist logisch. Problem ist, das Ding hat überhaupt absolut keine Speicherfunktion, auch wenn es das eigentliche Spiel es vorsieht. Dementsprechend, ja, Super Mario sieht natürlich auf dem kleinen TFT-Monitor wesentlich besser aus, weil es einfach eine kleinere Auflösung ist und so weiter und so fort, aber es klappt für das, was es ist. Von daher, das ist soweit ganz gut. Hätte natürlich, wie gesagt, alles besser sein können. Ich bin echt nicht gut da drin. Vor allem habe ich auch einen extrem hohen Delay, weil es keine richtige Capture-Card ist, die ich hier benutze, sondern nur so ein günstiger Grabber. Der ist eigentlich nur dafür, er ist auch für Konsolen so auch nicht ausgelegt. Von der Leistung her ist es eher dafür da, dass man seinen alten Videorekorder anschließt und seine Filme digitalisieren kann. Dementsprechend, ja, Mario Brothers, das normale Mario Brothers. Ich weiß gar nicht, wer kennt das Spiel eigentlich noch? Ich weiß nicht, ob es das erste ist. Ach, der Mario springt ja nur, wenn man sich schon bewegt. Das finde ich immer so ein bisschen grausam hier. So, du kommst hier runter. Ja, Level geschafft. Wunderbar. Immerhin ein Level gepackt. Naja. War das eher so ein Arcade? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das ein Arcade-Klassiker war oder nicht. Oder ob das wirklich für ein NES. Dr. Mario, klar, kennt ihr alle. Das ist Tetris halt nur mit Mario. Eigentlich ziemlich cool. Turtle 1, muss ich sagen, ist ein ganz komisches Spiel. Ich will jetzt nicht alle Spiele vorangehen. Und man muss sagen, es ist ein bisschen gelogen, weil es sind keine 400 Spiele. Viele Spiele davon sind einfach doppelt.
nur mit einem anderen Overlay. Das kann ich euch mal, da kann ich euch als Beispiel nochmal was zeigen. Dementsprechend einfach, ja, deswegen kann ich auch nicht alle Spiele anspielen, sonst wird das Video zu lang und dafür ist das kleine Ding einfach nicht ausgelegt. Also ausgelegt schon, aber dafür ist es grausam. Fick dich, du Lümmel. Na gut, okay, machen wir mal weiter. Also ein paar Spiele kenne ich. Ich habe mir die alle schon mal so teilweise angeguckt. Zum Beispiel Contra Force, Super Contra, das ist relativ ähnlich. Adventure Island und Adventure Island 2 sind eigentlich ganz lustig. In dem Sinne, weil die kannte ich halt wirklich noch von damals. Hier Chip Dale zum Beispiel 1.32 hat gar nichts mehr mit Chip und Chap zu tun. Da spielt es einfach nur Chip, ja, einfach ganz normaler entspannter Plattformer. Warte mal, ich muss mal gucken, wo ich das Spiel habe. Und zwar, ich zeig euch das mal. Spider-Man, ja, das sieht alles. Mortal Kombat zum Beispiel. Mortal Kombat 4, sorry, aber. Keine Ahnung, nehmen wir mal den Nighthawk, glaube ich. Ja, einfach Charaktere. Gegen wen kämpfe ich? Ah, ne, ist Liu Kang, okay. Ich dachte, es wäre Nightwolf. Ne, wir kämpfen gegen Nightwolf, okay. Na komm her. Aua. Bin mir nicht ganz sicher, ob Mortal Kombat wirklich. Ja, man merkt, warum das Spiel nicht populär wurde. Das kann ich auch, du Lümmel. Ah, man merkt schon, es. Ja, ich habe eigentlich jetzt theoretisch gewonnen. Das ist schon grausam. Na gut. Das war's mit Mortal Kombat. Also ich sag's mal so, für abends, wenn du mal ein Stündchen, wenn du alles aus hast und wach bist, kannst du das Ding mal für ein halbes Stündchen auspacken. Oder für auch mal für ein Stündchen. Binärland ist ein ganz komisches Spiel. Bomberman, Bombsweeper. Ah, sind alles so... Ach, alles wirklich so ganz komische Spiele. Field Combat ist zum Beispiel relativ ähnlich wie Mortal Kombat. Jazz zum Beispiel. Ich kenne das nur unter dem Spiel Othello. Das ist da auch in drei verschiedenen Versionen drauf. Aber in der Regel das Gleiche. Machen wir mal No Limit. So, wir sind die dunkle Farbe. Ja, wir müssen halt hier auswählen und irgendwie genauso halt die anderen Sachen umweisen. Das ist ein alter Spieleklassiker, auch auf dem Brettspiel. Und da kann man natürlich ganz schnell verkacken. Ziel ist es hier immer ganz gut, in die Ecken zu kommen. Also seine Sachen kannst du nicht einfach da reinstecken. Die musst du halt wirklich so reinplumpsen lassen, dass du damit eine Sache halt wirklich abdecken kannst. Der Computer haut natürlich dementsprechend auch das ein oder andere krasse raus. Und dementsprechend, ja, gut ist halt immer hier die Ecken zu besetzen, weil da kannst du nämlich, oder am Rand, da kannst du nämlich natürlich nicht angedacht werden, aber das weiß der Computer natürlich auch, die KI, und dementsprechend ist es ab einem gewissen Zeitpunkt einfach schlicht zufallsbedingt, ob du schaffst oder nicht. Und von daher, ja, immer so ein bisschen schwierig. Was der Computer nicht machen kann, ist, ach, dieser Delay. Ich habe jetzt nochmal es ist so, männlich über den Fernsehstreams ist das Gerät nicht so super. Aber ich will es jetzt auch gar nicht so lange machen. Dementsprechend, ja, das war dieses kleine Ding. Warte, man muss gucken, wo ich das drin habe. Ich glaube hier. Ich werde das natürlich jetzt auch wieder dementsprechend ausmachen, raussetzen. Und vom Grabber natürlich entfernen. Normalerweise habe ich hier, wie man es hier ein bisschen sieht. Ich zeig mal, das wird jetzt ganz grausam. Habe ich hier meine GameCube, die ist da mit angeschlossen und hat natürlich dann auch hier hinten dann bei der ganzen Technik. Ja, ich habe, um meinen Bildschirm hochzustellen, habe ich Bücher genommen, weil ich jetzt kurz vorm Umzug nicht großartig noch den Schreibtisch umbauen will. Hat natürlich hier ihren Dingsbums, ihren ja, normalerweise stecke ich die GameCube hier dran. Also wie gesagt, das sind so die zwei Dinger, die ich mir jetzt geholt habe, die auch super funktionieren. Bei der GameCube läuft das natürlich wesentlich besser, weil du da viel bessere Audio-Channel hast und ein viel besseres Seitenverhältnis bzw. Grab-Ding dementsprechend hier dran.
Controller in die Hand nehmen, Zähne kurz wechseln. Ich habe hier gerade, warte mal eine Sekunde, ich will jetzt nochmal ganz kurz zurück in die Szene, um euch das mal zu zeigen. Aber erstmal räume ich hier mal ganz kurz auf. Können wir noch ein bisschen quatschen. Das wird jetzt doch ein etwas längeres Video, okay. Ist aber eigentlich gar nicht so schwierig. Die meisten kennen das halt schon. Ich habe jetzt hier den Gameboy-Player eingeschaltet auf meiner GameCube. Dementsprechend, ja, da habe ich aktuell Harvest Moon 2 drauf. Die Firma selbst ging, ich weiß gar nicht, ob die alle pleite gegangen ist oder nicht. Auf jeden Fall, der Name darf offiziell so nicht mehr verwendet werden, glaube ich. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, wie die Story dazu jetzt gewesen ist. Auf jeden Fall packen wir das Ding wieder ein. Ist auch super, dass da alles wunderbar reinpasst. Ich muss das Ding auch mal laden. Ich habe nämlich gestern Abend auch ein bisschen länger damit gespielt, als ich sollte. Aber manche Spiele sind einfach lustig. Gerade dieses Othello und dieses Chess und Dingsbums. Gibt es noch andere Spiele? Wenn gewollt ist, kann man da mal wirklich ein längeres Video machen und über alles drüber gucken. Aber so ist das halt. So, das ist weg. Jetzt haben wir wieder Platz. Und Sekunde. So, und natürlich habe ich hier die traditionelle GameCube und hier unten natürlich den Game Boy Player. Das bedeutet, Harvest Moon 2 für den Game Boy Color hier reingesteckt. Angemacht. Da hört man es schon im Hintergrund. Und es hat nicht so große, hat nicht so komische Gedönse. Das Interessante am Game Boy Player ist halt, du brauchst diese Starter-CD. Ja, damit die GameCube erkennt, dass da ein Game Boy drin ist. Aber das war's dann auch schon. Das bedeutet, wir können jetzt hier aufmachen und allem drum und dran. Das läuft dann auch super. Verdammt, das ist ganz schön laut. Ja, das ist dann Harvest Moon 2. Das Schöne an Captures ist halt, du kannst halt hier aussuchen, kann ich jetzt klicken, wo ich will. Es läuft trotzdem. Ja, das ist Harvest Moon für den Game Boy Color. Dementsprechend kannst du hier verschiedene Sachen reinsetzen. Du kannst es nochmal zoomen, kannst hier hinten den Hintergrund ein bisschen ändern und so weiter und so fort. Und für Eltern natürlich konnte man damals auch noch eine Spielzeit einsetzen. So bis zu 60 Minuten, dass man sagt, das Ding dann halt irgendwie dann eine Meldung gibt und sagt, okay, 5 Minuten noch, dann geht das Ding automatisch aus. Dementsprechend, ja, war eigentlich ganz gut. Oder hier Spielmodul wechseln. So habe ich übrigens Pokémon Saphir durchgespielt. Sekunde, zeige ich euch auch nochmal kurz. Weil ich selbst habe ja nie ein Game Boy Advance besessen, aber ich wollte unbedingt das Spiel spielen. Und das habe ich mal geschenkt bekommen, hier, die hier. Kann man natürlich auch mal reinsetzen. Ich glaube, das wird eher, aber da ist keine Batterie drin, weil die wollte ich eigentlich mal wechseln. Und das hat halt so nicht geklappt. Dementsprechend, hier an der Seite ist so ein Hebel dran, dass auch die Game Boy Advance Spiele da super rausgehen. Muss mal gucken, da ist halt keine Speicherbatterie drin. Wie man sieht, habe ich die aufgeschraubt und wollte die mal auswechseln. Aber, also da ist schon eine Speicherbatterie drin. Hier, ich zeige euch das mal in der Großaufnahme. Aber das Problem liegt halt daran, dass ich es, die waren halt damals verschweißt und das Problem war einfach, dass beim Aufmachen der Batterie hier, dieses Teil hier, was die Platine mit der Batterie verbunden hat, diese übrigens das gesamte Spiel drauf, diesen kleinen Computerchip, dass die wieder verlötet werden müssen. Da muss ich nochmal ran. Da liegt es nicht daran, dass ich das nicht geschafft habe oder dass ich die falsche Batterie genommen habe, sondern ich habe mich einfach nur, nicht drum gekümmert. Dementsprechend muss ich das eigentlich nur nochmal wieder neu verkleben. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das klappt. Nein. Okay. Die Frage ist, warum. Ich glaube nicht, dass die Platinen irgendwelche Probleme gehabt haben. Sondern ich glaube einfach... Naja, kann man theoretisch auch sauber machen. Die nötigen Sachen habe ich ja theoretisch dabei. Muss mal gucken, ob ich es... was genau das Problem war. Das kann halt natürlich alles sein. Es kann natürlich auch sein, dass das Speichermodul jetzt einen Schaden bekommen hat. Naja. Ja, ja, die Konsole. Die heult immer rum, wenn du den Gameboy da komplett rausziehst. Naja, auf jeden Fall muss ich mich hier um das Spiel nochmal kümmern.
das lief an sich auch eine ganze Weile. Ist halt nur die Frage, warum es jetzt aktuell nicht läuft. Vielleicht hat es auch wirklich einen Schaden bekommen. Auf jeden Fall wollte ich euch das mal zeigen. Ist mal vielleicht eine andere Art von Video. Vielleicht gefällt es euch, vielleicht nicht. Sehen wir dann. Haut rein. Ciao.